So, ich verlasse mal schnell das Team und bla 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 bla. Welches Level bist du denn? Okay, entwickeln kannst du dich auch noch nicht weiter. Ja, auf dem Titelbildschirm habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Da kann man sehen, welche Pokémon man besiegt hat, die jetzt Story-relevant sind. Und da kann man auch ganz toll sehen, dass da noch Plätze frei sind, ganz, ganz, ganz viel. Das heißt, es gibt noch mehr eigentlich zu tun. Postgame-mäßig. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen rau, weil ich habe irgendwie Halskratzen im Moment. So, kann ich jetzt Dexter nochmal schnell... Ich will nicht... Moment. Team, Xardos. So, ich mache mich wieder zum Anführer hier. So. Das heißt, bevor es weitergeht, müssen wir ein paar Rangpunkte sammeln. Und ich denke, ich werde das jetzt so machen, da wir jetzt sowieso die Geschichte fertig haben. Ich werde das jetzt so machen, also nach diesem Dungeon hier. Dass ich offscreen so lange etwas mache, also so lange Rangpunkte sammle, bis es mit der Geschichte weitergeht. Hallo? LR-Knöpf. Bis? Ah, okay. So. Bis es mit der Geschichte weitergeht und dann sage ich halt kurz Bescheid, ja, es geht weiter und den. Also das und das Pokémon müssen wir jetzt besuchen. Weil ich kann mich erinnern, dass wir irgendwas mit Kyogre machen müssen. Und Deoxys kommt auch noch dazu. Und dann kommt soviel ich weiß, kommt noch Mewtwo. Auf das Mew scheiße ich mal ganz gepflegt. Ich sag euch mal warum. Das Mew haust in einem Dungeon, das 100 Ebenen hat. Okay, 99 Ebenen hat. Und, upsala. Und das Mew ist dann irgendwo, also es hat keinen Bossraum, so viel sei mal gesagt, dieser Dungeon hat keinen Bossraum. Und dieses Mew, das, haust irgendwo auf einer dieser 99 Ebenen. Und wenn man jetzt irgendwie auf die Idee kommt, hier auf anderes zu gehen, Anwärtersuche, und dann sieht man ja eigentlich, welche Pokémon man anwerben kann. Das Problem ist jetzt einfach nur, dass Mew auf jeder Ebene hier als potenzieller Anwärter gelistet ist. Das heißt, man darf jede Ebene nach einem Mew durchsuchen. Und hoffen, dass es dann da auftaucht, weil es taucht nicht immer auf. Oh. Und das sieht mir nach einem Bossraum aus. Das heißt, ich gehe da mal nicht hin. Ja, in einem dieser Ebenen ist es dann. Also auf einer dieser Ebene.
Und um das ganze, die ganze Sache nochmal schwieriger zu machen, setzt es dann nochmal Wandler ein und verwandelt sich dann als irgendein Pokémon. Das heißt, es ist noch ein bisschen schwieriger, es zu finden. Also was es noch ein bisschen schwieriger macht, es zu finden. Und wenn man es gefunden hat, kann es auch passieren, dass es sich gar nicht anschließt. Damals habe ich echt die ganze Zeit versucht, das Mew zu kriegen, weil ich hatte Rayquaza, ich hatte Deoxys, ich hatte Mewtwo. Ich hatte fast alles, nur das Mew halt nicht. Und das habe ich dann gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Manchmal gefunden, aber halt, ja. Es hat sich mir nicht angeschlossen. Dann habe ich irgendwann das Spiel in die Ecke geworfen und gedacht, Alter, leck mich gepflegt mal am Arsch. Und ja. Hä? Das Item-Spezialband. Nee, ich muss dem Vieh ein Spezialband geben. Ich habe mir die Beschreibung nicht durchgelesen. Mist. So, das Spezialband kriegen wir natürlich auf die Schnelle nicht. Upsala. Das heißt, ich werde jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, die ganzen Pokémon mir anschließen zu lassen. Aber ich werde auch nicht, und ich werde auch nicht alle Dungeons machen. Ich werde diese Leiste auf dem Titelbildschirm vollkriegen. Ich zeige es euch nachher mal, wenn ich eine Pause mache. Die Leiste werde ich dann voll machen und dann höre ich auch mit dem Spiel auf. Und dann geht es weiter mit einem anderen Mystery Dungeon. Mit dem Nachfolger. So, Pulverschnee. Gar keine so schlechte Attacke. Die trifft jeden in den Raum. So. Dich kann ich aber retten. Jo. So, wenn sich mir ein legendäres Pokémon anschließt, ganz toll. Freue ich mir den Ast ab. Wenn nicht, auch nicht schlimm. So, theoretisch müsste man gleich irgendwie einen Tipp kriegen, wie man jetzt weitermachen kann oder ob man jetzt weitermachen kann. Wenn nicht, werde ich die Aufnahme kurz pausieren und dann so lange weitermachen, bis es endlich weitergeht. So. Der Dexter kommt uns nicht besuchen. Der Dexter kommt uns nicht besuchen. Das heißt, keine guten Morgenküsse und auch keine gute Nachtküsse. Post prüfen, neue Partnerareale. Link-Attacken. Das wissen wir alles. Wie Link-Attacken funktionieren, wissen wir auch. Gehen wir noch mal kurz hoch. Vielleicht passiert da irgendwas. Nö. Müssten wir auch in irgendeinen neuen Dungeon vielleicht? Kaskadenteich. Naja, eigentlich Tumultwald. Eigentlich müsste hier so ein Fragezeichen kommen, wenn es weitergeht. So, was soll's? Ich werde jetzt kurz die Aufnahme pausieren und jetzt so lange weitermachen, bis es kurz weitergeht. So, wir sind bei 26 Minuten.
So, ich pausiere den Mist jetzt mal und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal 1500 Rangpunkte gesammelt. Gleich. Das heißt, ich bin gleich Rang ab. Glaube ich. Ja, wir sind jetzt auf Goldrang aufgestiegen. Das heißt, im Prinzip, so hoffe ich doch, muss es gleich weitergehen. Und zwar habe ich mich mal kurz erkundigt. Als nächstes werden wir irgendwas mit Kyokre machen. So. Hat uns denn hier irgendeiner was zu sagen? Ja, nee, nein. Du vielleicht? Lucario. Ah ja. Wer auch immer Lucarius ist, hat man damals bestimmt gedacht. Weil, ja, als das Spiel rausgekommen ist, da gab es die Diamant-Perl-Platin-Edition gar nicht. So, hast du uns irgendwas zu sagen? Alles klar, eben nicht. Ja, ich kann mich noch nicht entwickeln, war klar. Ich bin jetzt Level 31. Wieso geht es nicht weiter, frage ich mich. Hier unten ist nichts. Team Rumpelfels. Bla bla bla, keine Lust. So, ich. Ah! Hey, wen haben wir denn da? Das ist doch. Oh, hallo! Weißt du schon das Neueste? Irgendwo auf der Welt gibt es ein extrem seltenes Pokémon. Es heißt von Janera, dass es Glück irgendwas bringt. Was für ein Pokémon das wohl sein mag? Würdest du ihm nicht gerne einmal begegnen? Ah ja. So, warum wollte ich jetzt unbedingt mit dem Knuffenser sprechen? Naja, ich habe Knuffenses einfach nur gern. Sieht man auch mittlerweile an meinem Avatar auf YouTube. Da ist so ein Männchen, der zwei Knuffensers in den Händen hält und total böse guckt. So, was hast du uns? Dieser Lombrero ist bla bla bla. Oh, wir haben uns aber lang nicht mehr gesehen. Was? Alles in Ordnung? Ich habe von Lombreros Geschichte gehört. Die ist ja so witzig. Lombrero soll ja angeblich fast im Meer ertrunken sein. Aber Lombrero, psihihihihi, lebt doch im Wasser. Wie bescheuert. Ja, das heißt, wir müssen mit Lombrero reden. So. Huch, was sagst du? Du meinst, was damals auf dem Meer passiert ist? Ich bin nicht beinahe ertrunken. Mann. Was da alles über mich erzählt wird. Willst du wissen, was wirklich geschah? Ja klar. Vor einiger Zeit war ich auf dem Meer. Einfach so zum Vergnügen. Weißt du? Ich wollte diese Taucherattacke ausprobieren. Ich hatte unter dem Wasser richtig viel Spaß, aber ich wurde aufs offene Meer herausgetrieben. Plötzlich zogen da diese dunklen Wolken auf. Und ehe ich mich versah, tobte um mich herum ein furchtbarer Sturm. Es geht noch weiter. Mitten im Meer erschien plötzlich ein Dungeon.
Ich war absolut schockiert. Ich bin so schnell wie möglich von dort weggeschwommen. Aber wer hätte das gedacht, ein Dungeon in einem stürmischen Meer? Was? Du wirst mehr über diesen Dungeon im Meer wissen. Ich habe mich schnellstens davon gemacht. Also kann ich ja nicht mehr viel sagen. Ich hab's. Vielleicht weiß Welser mehr darüber. Ja, das ist es. Frag Welser. Ja. Es geht endlich weiter und wisst ihr was? Ich hätte gar nicht so viel Rang sammeln sollen. Diese Tussi da war von Anfang an dort.